So Leute, da sind wir wieder bei meiner Tierpension. Und wir haben schon ein paar Tiere hinten im... Ah, was hab ich hier gemacht? Hä? Oh, an, aus. Also auf S kann man Schatten anmachen. Aha, die Tasten haben alle irgendwie eine krasse Bedeutung. Oh, Szenarioauswahl. Aha. Okay, was ist das? F2? Ah, das sind meine Tiere. Brauchen die was? Gesundheit 60, Hunger 60, Hygiene 60. Ja, passt doch, oder? Ja, für Bewegung sind sie selber verantwortlich. Ich habe 2 Kaninchen und 4 Schildkröten. Wow. Okay, das ist der Shop, ne? F3. Also, wo man auf den F-Tasten irgendwas machen kann, so ein Spiel habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt. Okay. Ich denke, wir müssen mal aktiv werden, sonst rennen uns wieder hier die ganze Zeit irgendwelche Leute die Tür ein. Was muss ich machen mit denen? Es sieht aber auch noch alles so gut aus, oder? Ich meine, muss es ganz links sein oder ganz rechts sein? Nee, ganz rechts ist voll, ne? Und ganz links ist wenig. Was kann ich jetzt mit denen machen? Ich spiele mal was. Okay, was heißt das? Ich schmeiß mit Smarties nach ihnen oder was? Was heißt denn das? Komm, wir gehen mal hin. Da gucken wir mal, was dieses Symbol bedeutet, ja? Sieht da auch so ein bisschen nach Erschrecken oder nach... Weiß ich auch nicht. Verstecken spielen? Boah, du bist schon wieder... Du bist voll auf Jolly getreten. Was machst du da? Verpasst du ihm Elektroschocks? Kämpfst du mit ihm? Ich weiß nicht, was sich verändert hat, aber wir werden genau dasselbe mit Jolly machen. So, Jolly, du bekommst... Ich meine, was zur Hölle ist das? Ja, was ist das? Okay, und jetzt... Und Britzel. Und Butsch. Was macht ihr denn da? Wirklich? Und ist das jetzt hier voll? Ist das Sauberkeitssymbol voll? Was heißt das hier? Heißt das entsorgen? Fein. Nee, hör mal auf jetzt. Muss ich sauber machen? Muss ich schon die Putzsachen holen? Ich hole mal die Putzsachen. Dann kommen wir, gehen mal putzen. Was heißt das? 3 Sterne. Ja, wir putzen 3 Sterne. Ich weiß nicht, wo der Unterschied ist, aber wir schauen mal. Verändert sich was im Geld? 393. Jetzt macht sie das. Und ich muss zugucken. Sie macht das jetzt einfach. Okay, was? Also, das heißt, sauber ist jetzt alles, ja? Und gefüttert werden mussten sie mal. Habe ich kein Futter? Ach, das andere soll Leckerlis geben. Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Das heißt, hier brauche ich richtiges Futter. Und geputzt habe ich jetzt wie eine große. Gut, dann gehe ich jetzt mal zu den Schildkröten rüber und gucken mal, ob ich das da auch machen kann. Warte mal, so. Wir schauen uns mal an, wie es da den Schildkröten geht. Hallo ihr Tortugas. What up? Ja, Vincent chillt schon so ein bisschen lethargisch in der Ecke. Eddie, glaube ich, möchte Vincent fressen. Ich weiß nicht... Ob das stimmt? Hier? Bernie, wer auch immer Bernie ist, ist unser neuester Zugang. Ich dachte schon, Bernie wäre auch schon irgendwie tot. Manfred geht's ganz gut. Ich finde es ein bisschen lustig, dass das hier offen ist. Das heißt, die können theoretisch ja immer überall raus und hier rumhauen. Ah, da ist der Futterplatz. Und ich habe irgendwie kein Futter oder so. Wir gehen jetzt nochmal hier 3 Sterne mäßig sauber machen. Und dann gucken wir mal. Hier haben wir doch irgendwie... Ah, da hätten wir Futter. Ah, verstehe. Was heißt Gold, Silber? Wir haben ja gar keinen goldenen, silbernen Napf. Das heißt, wir machen hier Kaninchenfutter ist da drin. Ah, verstehe. Das ist Grünfutter, Schildkrötenfutter und Kaninchenfutter. Aber ist nicht auch die Rede gewesen von irgendwelchen anderen Tieren, Pferden oder so? Wo sollen die denn hin? Noch bin ich nicht ganz schlau geworden. Ah, warte mal, wir können auch voll weit rauszoomen. Ah, was haben wir denn hier noch alles? Okay, da ist Platz für ein Gebäude. Oh nein, der Vater kommt schon wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, es ist 18 Uhr. Tatsächlich, guck mal, ich kann ja noch weitere Gebäude anbauen. Das ist ja der Hammer. Das heißt, wir können hier expandieren, ja. Wow. Ich liebe ja Spiele, in denen ich was aufbauen kann. Das ist ja... Ja, es ist Zeit fürs Abendessen, hätte ich gesagt. Mach mal voll hier. Mal gucken, wie das läuft. Kommt der bei mir rein hier, der Alte? Nee, ist Gott sei Dank vorbeigelaufen. Ah, ich habe halt auch eine Bushaltestelle vor der Tür. Das ist natürlich auch extremst schlecht. Aber schau mal, wie viele Gebäude. Ah, da kriege ich Wasser her. Okay, hier ist eine Feuerstelle. Da kann man dann so kann man sich was grillen. Ich sage jetzt mal nicht was. Ne?
Aber ihr könnt es euch ja wahrscheinlich selber denken, was man hier so grillen könnte. Was hat sie jetzt gemacht? Wo geht sie hin? Ich weiß nicht, was ihr Plan ist. Ach, habe ich sie da hingeschickt? Ich habe doch gar nicht gedrückt, habe ich? Was macht ihr denn jetzt? Ich habe doch gesagt, du solltest das Futter holen. Oh nee, warte mal, aber hat sie jetzt Schildkrötenfutter dabei? Hier vielleicht? Nein. Sagte ich nicht, du sollst hier Futter organisieren? Ich weiß immer noch nicht, was sie da macht. Wir beobachten sie jetzt mal ganz genau, was sie tut, wenn wir sie... Oh nein, der Tag neigt sich zum Ende. Der Mond steigt auf, die Nacht bricht bald herein. Die Tiere deiner Pension legen sich zum Schlafen hin. Aber für heute ist eine Arbeit getan. Ja gut. Ach, viermal davon Futter habe ich dabei. Okay. Okay, ja. Das war's. Das war der erste Tag. Einnahmen insgesamt 0 Euro, ausgegeben 7 Euro, weiß nicht für was. Aktueller Kontostand 993 Euro, Tiere angenommen 6, Tiere abgegeben 0. Tiere vom Tierschutzverein geholt 0. Schildkröten, okay, Kaninchen abgegeben. Ja, ich hoffe, die überleben das alle noch die nächsten 2 Tage. Wir stehen auf um 6.02 Uhr. Das ist wow, also. Nicht schlecht. Wir haben jetzt viermal Schildkrötenfutter und viermal Kaninchenfutter. Da hat sie das jetzt überschrieben. Leben die noch? Ah, sie hat das überschrieben, weil das ist natürlich schade. Ich kann nicht beide gleichzeitig füttern. Gut, dann gehen wir hier einmal da rein und einmal da rein. Wie geht's euch, Leute? Lebt ihr noch? Geht so, ne? Gerade so. Ach Gott. Gesundheit, glaube ich, sind sie alle in Ordnung. Also, noch kein nichts für den Grill gedacht. Wir legen jetzt hier erstmal Futter rein. So, ja, so super sieht das ja aus. Genau. Reicht das für beide? Oder muss ich beide machen? Die können schon aus demselben, bitte. Oder? Ich weiß nicht, dass das kaputt geht. Danke, dass du auf unser Tier aufgepasst hast. Aha. Ich habe nichts gemacht. Sie sind mit meiner Pflege zufrieden. Ich habe nichts gemacht. Ich habe es nicht gefüttert. Ich habe nicht mit ihm geredet. Ich habe es nicht mal mit dem Arsch angeschaut, das ganze Tier. Ich habe es weder Wasser gegeben. Ich habe nicht mit ihm gespielt. Ich weiß auch nicht, ob es die richtige Schildkröte ist, ehrlich gesagt. Ist es Eddie? Ist es Manfred? Wiedersehen. Ist es Theobald? Ich weiß es nicht. Nimm einfach diese, ich nenne es mal Schildkröte. Ich hoffe, es ist eine. Und ja, beehren Sie uns wieder. Ne? Danke für die 30 Tacken. Bruder. Wir gehen jetzt tatsächlich mal die Schildkröten füttern, weil wir wollen ja unsere Arbeit gut machen und gucken mal, ja, ob das hier läuft. So, jetzt komm rüber und baller das hier drauf. Hey, waren da nicht gestern noch 4? Moment. Waren da nicht 4 von den Futterplätzen? Achso, ich habe eine abgegeben und dann steht da auch kein Futterplatz zu. Oh Gott, da hat jemand ganz arg Hunger. Oh nein, Bernie ist verhungert schon. Guten Tag. Wollen wir mal einen sterben lassen? Hier für dich. Bernie, hau rein. Hier. Bernie, geh hin. Bernie, mach es, Junge, bevor du jetzt komplett... Oh, guck mal. Vincent war gerade unsichtbar. Eine magische Schildkröte. Also Donatello, Michelangelo und Raffaello sind da. Gucken wir mal, ob wir noch Leonardo bekommen. Denn der Opa Da wir leider für die nächste Zeit unseren kleinen Schatz nicht umsorgen können... Wollten wir dich gerne fragen, ob du dich um ihn kümmern könntest. Ihr habt ja keine Verwandten oder Freunde, die das machen können. Ich nehme 60 Euro, okay? Wiedersehen. Ja, ciao. Ja, wiedersehen. Also eine Tierpension, einfach eine Goldgrube, ne? Kannst nichts sagen. Leben die noch alle? Ja, Vincent ist auch schon knapp beim Verhungern. Manfred ja auch. Dabei habe ich mir sagen lassen, dass Schildkröten ja wohl... elendslang überleben können ohne Futter, oder? Ich meine, das sind doch Reptilien. Die müssen dann nur so einmal alle 6 Jahre irgendwie so ein Blatt Salat fressen oder so. Jolly hat Angst, hier den Dings zu verlassen. Ist auch besser so, ne? Ist besser für Jolly auf jeden Fall. Und ich glaube, Flip, unser Neuzugang, hat nichts vom Futter bekommen. Und wisst ihr was? Ist mir egal. Ja? Hier muss schon wieder geputzt werden. Wir machen mal eine Einstellung. Oh Gott. Herzlich willkommen. Du, was? Ich kann die nächste Zeit leider nicht auf mein Tier aufpassen. Wir wollen nur die beste Pflege für unseren Liebling. Immer dieselben Stories, Leute. Schafft euch halt keine Tiere an, wenn ihr
keine Zeit dafür habe. 2 Tage, Tschüss. Sie mag Möhren, alles klar. Wiedersehen. Ja, ciao. Ciao-i. Du siehst übrigens aus wie das Mädchen, das gestern schon 2 geklaute Tiere abgegeben hat. Ich muss, glaube ich, mal mit dem Tierschutz irgendwie reden. Und der Polizei, dass hier dauernd irgendwelche geklauten Tiere bei mir abgegeben werden. Das kann ja wohl nicht mit der Realität. Ach so, das sind. Ah, das sind eigene Futter. Ich muss jedem einen eigenen Futterplatz da machen, oder wie? Kann nicht sein. Kann doch nicht sein. Wer hat hier Hunger? Manfred. Ich dachte, die fressen, die teilen sich halt so die Futterplätze. Ist doch egal, da hat doch keiner seinen eigenen Platz, oder? Als ob die das auseinander können. Das hatte ich wirklich für Irrsinn, Leute. Absoluter Irrsinn. Hier, für dich. Ja, komm. Sieh zu, dass das dir reinzwurbelt. Hier, warte, den nächsten auch noch. So. Geht's euch sonst bitte. Gut? Alles in Ordnung? Ja, passt, oder? Die Lebensenergie ist da. Mehr will ich nicht. So. Schlagt euch den Bauch voll. Gut schmecken. Sonst muss ich euch an die Kaninchen verfüttern. Die haben nämlich auch schon Hunger. Und dann muss ich sie zu feinstem Kaninchenfutter mahlen. Ne? Schön Schildkrötenpulver gibt es dann hier. So, Dala. Das heißt, die Schildkröten stehen auch hier auf der Zings-Tages-Ding. Ich hätte gerne mal ein bisschen anspruchsvollere Tiere. Na, ich fühle mich hart unterfordert mit diesen kleinen Kanickeln hier. Die machen ja wirklich gar keine Arbeit. Ich schwöre, ich könnte die einfach voll ignorieren. Wollen wir ein Tier so ein bisschen rausmobben? Dass wir uns um ein Tier nicht kümmern. Hier um Mucki, ne? Ich meine, Mucki kann auch nichts dafür, dass man ihm so einen scheiß Namen gegeben hat. Aber es ist halt manchmal so, ne? Manchmal, ne, Circle of Nature Life kann halt dann sein, dass jemand dann nichts bekommt, ne? Tja, das ist natürlich tragisch, ne, Mucki? Vor allem für dich. Weil du warst halt der Neue, ne? Mal schauen, ob sie wieder auf allen Kaninchen rumtritt, wenn sie das Gehege betritt. Da kommt sie und... Boah, gerade so. Gerade so. Was macht Gwendolyn mit Mucki da? Das sah gerade höchst verfänglich aus. Hier schon wieder. Hier passiert schon wieder was. Jolly war eben gerade deutlich auf Flip zu sehen. Da werden hier... Sind das irgendwie so Ranglisten? Wird sich da gegenseitig untergebuttert? Hier wäre der Chef im... Stand ist, darf man das überhaupt, dass man einfach alle so untereinander hält? Ist das überhaupt artgerecht, wenn die sich gegenseitig zerfleischen? Ja, übernehme ich dafür die Haftung? Ich glaube, hier haftet absolut gar nichts, außer diese Kaninchen unter meinem Schuh, wenn sie mir wieder in die Wege laufen. Ich habe gehört, da klingelt meine Kasse. Irgendwo möchte mir jemand Geld zuschieben dafür, dass ich sein Tier bei mir verwahren lasse. Vielen Dank, dass du auf unser Tier aufgepasst hast. Vincent hat noch nicht mal gefressen. Ich habe ihm gerade was zu fressen gegeben und er hat noch nicht mal... Wiedersehen! Ja, ich wollte... Na gut. Hauptsache, ich kriege meinen Cash. Wann kann ich denn mein Ding upgraden? Wann kann ich in mein Haus umbauen? Runde 2 ist auch geil. Nicht Tag 2 oder so? Nein, das ist Runde 2. Und meine Ziele sind... 5 Schildkröten kann ich ihn gesund ab. GES größer als 50. An die Halter zurück. Ah, Niederlagebedingungen, wenn 3 Tiere vom T-Shirtsband abgeholt werden müssen. Au, okay, wir können sie auch einfach hart vom... Wollen wir mal 1 voll verharmlosen lassen? So, dass wir das überhaupt gar nicht... Müssen wir eigentlich mal 1 vom T-Shirtsband abholen lassen? Wie sollen die das mitkriegen? Ich werde das einfach nicht sagen. Oh, scheiße, Bernie geht's viel zu gut. Wo ist das andere Tier? Wir hatten doch noch 1, oder? Ist das tot? Manfred, wie geht's Manfred? Ja, Manfred geht's eigentlich auch schon viel zu gut wieder. Das missfällt mir dann doch ein bisschen. Gut. Okay, ich würde sagen, wir beobachten das noch ein bisschen und lassen vielleicht mal 1 so ein bisschen verwahrlosen, hä? Vielleicht so ein Kaninchen? Ich weiß nicht. Ach, können wir auch nicht machen. Ach doch, eigentlich können wir schon. Find's raus. Beim nächsten Mal, Leute, dann sehen wir es. Ob wir jemanden verwahrlosen lassen oder nicht, ne? Bis dahin. Bleibt dran.